Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Vorstellungsvideo. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Wir haben eben die kleine Tasche gemacht. Die haben wir angeboxt, sozusagen. Und jetzt nehmen wir uns die nächst größere Version. So, da mal nach unten machen. Auch wieder in so einer Plasteverpackung, eine Plastehülle. Machen wir jetzt hier einfach mal auf. So. Mit netter Unterstützung von bartkultur.com. Ja, so, die Tasche ist genau wie die jetzt so etwas. Ihr seht jetzt schon die Unterschiede, dass die Tasche jetzt hier von der, so sieht man es vielleicht von der Länge, vielleicht, so seht ihr das. Ich versuche gerade so zu machen, dass ihr das vernünftig seht, aber es ist halt ein bisschen schwer. Die ist halt, das ist die erste Tasche, die ist jetzt, seht ihr, die ist nicht so straff gefüllt. Ich habe sie jetzt alle einfach mal hinten drin gemacht. Ist nicht so straff gefüllt, und von der Höhe seht ihr auch, dass da ein kleiner Unterschied ist. Und hier seht ihr das auch, wie dick die ist. Ja, so. Oh, machen wir mal so, dann gucken wir mal, auch wieder hier, wieder das Leder, sehr wertig verarbeitet. Ja, auch hier wieder Metall und Leder drum. Ja, erstmal wieder die Seite aufmachen, da ist wieder die obligatorische Schere. Sonst ist hier nichts an der Seite, wir gucken aber nachher nochmal nach. Ich packe jetzt erstmal alles aus und dann gucken wir uns das ganz genau an, was da drin ist. So, jetzt haben wir die Tasche leer. Ich gucke nochmal eine Seite drin. Es ist nichts in der Seite. Wir haben halt eine Tasche. Wir haben wieder eine Schere für den Bart, die hier vorne abgerundet ist. Also ihr könnt euch nicht pieksen im Gesicht. Dann haben wir hier wieder einen etwas anderen Kamm mit bei als in der vorherigen Version. Ja, der sieht schon ein bisschen stylischer aus, wie so ein bisschen wie so eine Locke gemacht. Also seht ihr das besser, wie so eine Locke gemacht irgendwie. Dann haben wir auch hier wieder so eine Bürste, eine Bartbürste. Und hier jetzt in dem mittleren Paket haben wir noch von Dr. Dittmar original ungarische Bartwichse. Haben wir noch mit bei, das kann ich euch auch mal aufmachen, dann könnt ihr euch das angucken. Das ist so gelblich. Das kann man dann hier so wie Haargel rausnehmen und für den Bart nehmen. Riecht aber ein bisschen, hat so ein bisschen Vanillegeruch, oder? Ja, auf jeden Fall angenehmer als meine Bartwichse, die ich vorher hatte. Ich hatte auch ungarische Bartwichse, aber die war halt jetzt nicht so schön. Also so eine kleine Tube hatte ich. Ich habe es auch beim Friseur gekauft. Jetzt habe ich es wieder mit dem Verschluss hier. So, jetzt aber. Mit dem Verschluss habe ich immer so meine Probleme. Also wenn es um einen Drehverschluss geht, nicht nur hier, allgemein. So, und dann seht ihr, wir haben jetzt hier 4 Produkte drin. Die Schere, den Kamm, die Bürste und die ungarische Bartwichse, also original, steht auch hier irgendwo, original 16 Milliliter, original ungarische Bartwichse ist hier mit drin. Das bekommt ihr im mittleren Paket. Würde ich sagen, ist auch schon ein schönes Paket, vor allem durch die ungarische Bartwichse kann man sich den Bart mal so zwischendurch schön stylen. Würde ich jetzt mal so sagen. Und dann packe ich das jetzt auch mal wieder alles hier flink ein. Ist ein bisschen schwer, das hier wieder alles so rinzukriegen, wie ich das. Ich hab's immer mit der Verpackung immer nicht so. So, ach doch, ich hab's gut hingekriegt. Coole Sache, bin ich gut. So. Und dann habe ich jetzt mal wieder alles eingepackt. Ich habe auch die Schere mal mit ins Hauptfach mitgepackt. Und jetzt haben wir uns das Kleine angeguckt. Das Mittlere hatten wir uns angeguckt. Und im nächsten Video geht es dann um die sogenannte
große, um die große Ding. Ich würde jetzt sagen, das ist eher die Luxusausführung. Das gucken wir uns dann im nächsten Video an. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.